Davermann, 8 Filialen im Osnabrücker Land und Münster. Unsere Profis rund ums Grün beraten Sie vor Ort, auch in Ihrem Garten. Kommen Sie jetzt vorbei und vereinbaren einen Termin. Du konzentrierst dich dann erst auf den Torabschluss und dann geht er rein und dann bist du irgendwie auch so ein bisschen in deinem eigenen Film und die Zuschauer, das ist natürlich dann einfach Wahnsinn, wenn die dann so alle rumschreien und einfach das ist eine pure Emotion einfach. Ja, weil ich einfach vom ersten Moment hier vollkommen überzeugt war. Ich denke mal, das hat man auch in den Gesprächen gemerkt, dass ich mit der Stadt vertraut bin, mit dem Verein einigermaßen vertraut war und von daher war es für mich eigentlich ein relativ klarer Weg dann zu sagen, komm, ich gehe nach Osnabrück. Ich glaube, Spieltempo ist höher, Zweikämpfe werden auf jeden Fall mehr geführt, es ist physischer, es wird auf anderen Sachen Wert gelegt, die Spieler sind nochmal einen Tacken besser, also ich würde sagen, von jedem etwas. Ich denke auch im Training wird immer sehr akribisch darauf geachtet, wie wir das machen, sei es beim Passspiel, dass man einen richtigen Fuß anspielt, Gegenpressing, also da wird vom Trainerteam schon sehr viel Wert drauf gelegt und ich glaube, dass wir das als Spieler dann auch schon jetzt immer mehr dann immer ganz gut umsetzen. Und wenn man dann rausgeht, die Stimmung aufsaugen und dann vor dem Spiel sagt der Trainer immer noch ein paar Worte und sagt dann meistens immer, worauf es ankommt, was wir erreichen können und wie wir es erreichen können. Und ich denke mal, dann sind wir auch alle froh, wenn wir dann aufs Spielfeld kommen können und das dann auch einfach umsetzen können. Wir sind ja beide relativ früh mit Fußball angefangen, kommen aus einer fußballverrückten Familie und haben eigentlich so die Jugend über denselben Weg verbracht, über Thesen, Schalke, Rödinghausen und dann ist er vor 3 Jahren, meine ich, dann zu Bielefeld gegangen, da haben sich die Wege ein bisschen getrennt. Jetzt bin ich hier in Osnabrück. Ich glaube, es ist schön, wenn dann beide Zwillingsbrüder dann im Profibereich unterwegs sind und ich glaube, das spricht dann auch für uns. Ich glaube, wenn wir zu Hause sind, reden wir nicht nur über Fußball, keine Frage. Natürlich ist das immer präsent, weil er viel unterwegs ist, ich bin viel unterwegs. Das bleibt, glaube ich, nicht aus. Aber wir haben auf jeden Fall auch andere Themen, worüber wir da mal zu Hause sprechen.